Sie bekommt den Kontrollaufkleber. Anschließend wird sie verpackt. Und dann ab damit ins Kommissionierlager. Dieses Lager ist so organisiert, dass sich Lieferwünsche problemlos und schnell erfüllen lassen. Viel manuelle Arbeit ist nötig bei der Herstellung von Türen in Sonderformaten. Jedes Teil muss per Hand gerichtet werden, bevor die Maschine wieder ran kann, wie hier beim computergesteuerten Ausschnitt einer Lichtöffnung. Auch die Tresor- und die schallhemmenden Türen werden hier bearbeitet. Der Fachmann programmiert das Bearbeitungszentrum. Entsprechend exakt und maßgenau wird die Tür in einer Einspannung komplett bearbeitet. Ganz handwerklich geht es dagegen in der Schreinerei zu, wo Sonderanfertigungen und Arbeiten, die nicht für die Maschinen geeignet sind, erledigt werden, aber wo auch neue Modelle entwickelt und Versuche durchgeführt werden. Das Merkurwerk Neuwied ist Herstellungsort der Stieltüren. Aus einem breit sortierten Lager der verschiedenen Einzelteile werden die Türen Stück für Stück gefertigt. Viel Handarbeit ist dabei nötig. Das verlangt viel Gefühl und handwerkliches Können. Nach einem letzten, prüfenden Blick werden diese wertvollen Türen sorgfältig verpackt und dann, wie die anderen Türen auch, ins Lager gebracht. Zu einer hochwertigen Tür, und das wissen Sie als Fachmann auch, gehört natürlich eine ebenso nach Qualitätsmaßstäben gefertigte Zarge. Schauen Sie, wie das geht. Furniere und beleimte Platten werden im Sandwich-Verfahren belegt und verpresst, sowie an den Kanten besäumt. Dann trennen wir die Futterplatten in die benötigten Breiten. Anschließend bearbeiten wir die Kanten an den Zier- und Falzseiten. Erinnern Sie sich an die mehrstufige Lackierung der Merkurtüren? Mit gleichem Aufwand und mit gleicher Sorgfalt geschieht dies bei Futterplatten und Bekleidungen. Auch hier Qualität nach guter Handwerksart. Nachdem die Bekleidungswinkel gefaltet sind, erfolgt eine der vielen Qualitätskontrollen, die bei Merkur zum Arbeits- und Produktionsablauf gehören.
In einem Arbeitsgang wird aus Futterplatte, Bekleidung und Dichtung das U-Profil hergestellt. Das verlangt eine ausgereifte Technologie und viel Know-how. Bei der anschließenden Kontrolle dürfen Sie von uns Erfahrung und Qualitätsbewusstsein verlangen. Nun erfolgt die Bearbeitung der Längsteile. Mit höchster Präzision werden Konstruktionsbohrungen sowie Fräsungen für die Eckverbindungen vorgenommen. Genauso wie für Bandtaschen und Schließbleche, die direkt anschließend automatisch montiert werden. Jetzt wird nochmals kontrolliert, die Schutzecken werden aufgesetzt, Montagezubehör und Anleitungen hinzugefügt und transportsicher verpackt. Handgriffe, die diese Männer drin haben. Analog der Herstellung der Längsstücke läuft auch die der Querstücke ab. Hier sehen Sie gut, wie exakt die Gehrungen gesägt oder die Bohrungen für die Eckverbindungen angebracht werden. Das ist modernste Technologie in der Holzverarbeitung. Auch hier wird das fertige Teil einer Schlusskontrolle unterzogen, erhält die Schutzecken und wird, wie Sie es schon kennen, gut verpackt ins Lager gebracht. Im Versand werden schließlich die einzelnen Lieferpartien gewissenhaft zusammengestellt und für den Transport vorbereitet. Der LKW bringt unsere Türen dann zu unseren Fachhandelspartnern in Deutschland, nach Frankreich, in die Benelux-Länder oder in die Schweiz. Merkur-Türen. Qualität nach guter Handwerksart.